Das Right to Repair ist gerade in aller Munde und ausgerechnet jetzt musste ich meinen Lenovo-Laptop reparieren. Naja, meiner ist es nicht ganz, kam aus einem Verein und der war defekt. Ich würde jetzt mal kurz nach dem Intro beschreiben, welche Symptome der gezeigt hat und wie ich den dann am Ende mit Originalersatzteilen von Lenovo relativ günstig reparieren konnte. Los geht's! Bevor es jetzt hier losgeht und ich meinen Lenovo-Laptop zerlege, ein paar Worte zum Anfang. Erstens, ich bin kein Reparaturprofi und habe das Ganze hier nur gemacht, weil das Ersatzteil so günstig war, nämlich 45 Euro direkt bei Lenovo. Und da habe ich mir gedacht, naja, das kann ich jetzt auch mal selber probieren. Der Laptop hat vor einem Jahr 440 Euro gekostet, da kann ich mich auch mal ranwagen, denn wenn ich das jetzt zu einem professionellen Reparateur gebracht hätte, wären die Kosten wahrscheinlich so in Richtung Totalschaden gegangen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ich irgendwo Fehler gemacht habe und für alle anderen gilt natürlich, schaut in die Kommentare, ob da vielleicht schon was Sinnvolles kommentiert wurde. Genug dazu, ich würde jetzt mal mit der Reparatur beginnen. Was war jetzt das Problem mit dem Laptop? Naja, der hat sich nicht mehr richtig einschalten lassen und die Tastatur hat auch sehr komisch reagiert. Der hat den Einschaltknopf auf der Tastatur und nur für Notfälle auf der Seite einen sogenannten Novo-Button, mit dem ich ihn noch einschalten konnte. Dazu steckt man dann eine Nadel in die Seite des Laptops, wo dieser Novo-Button ist, und dann kann man hochfahren. Aber selbst als ich hochgefahren bin, hat er die ganze Zeit Tastatureingaben registriert, wo eigentlich keine sein sollten, und der Computer war praktisch unbenutzbar. Um den Fehler jetzt weiter einzugrenzen, habe ich erstmal die Rückseite des Gerätes aufgeschraubt. Und ich habe schon viele Laptops aufgeschraubt und ich muss sagen, das ist ein Traum hier. Hier muss ich am Ende lediglich 10 Schrauben auf der Rückseite entfernen und kann das Gehäuse von hinten abnehmen und komme an jedes Teil. Naja, nicht ganz an jedes. Die Tastatur, die jetzt bei mir Probleme macht, die liegt natürlich genau auf der Rückseite und dementsprechend am weitesten entfernt. Um jetzt das Gehäuse zu öffnen, reicht eine Hand eben nicht aus. Hier habe ich so ein kleines Plastikplektron verwendet, um das Ganze aufzuhebeln. Und ich würde euch auch empfehlen, hier kein Metall zu verwenden, sonst zerkratzt man ganz schnell was und macht was an den Innereien kaputt. Plastik ist sehr weich und sorgt wahrscheinlich dafür, dass eher das Plektron kaputt geht als irgendwas am Laptop. Was mir bei Lenovo sehr gut gefällt, ist, dass wenn ich die hintere Platte abgenommen habe, habe ich größtmöglichen Zugriff auf die Teile am Laptop. Und was man jetzt hier sieht, was ich hier mache, ist ein Bild, wie es denn aussehen soll. Denn ich bin wahrlich kein Profi, habe auch irgendwie keine Datenblätter zum Reparieren gefunden. Das heißt, ich muss das Ganze hier ein bisschen Freestyle machen, habe mir natürlich vorher YouTube-Videos von ähnlichen Laptops angeschaut, denn genau zu diesem Modell gibt es leider kein Video. Als erstes trenne ich am liebsten den Akku ab, denn dann kriege ich das Mainboard einmal stromlos. Und dann fange ich an, alles auseinanderzunehmen. Und während ich das auseinandernehme, muss ich mir ja irgendwie merken, wo welche Schrauben hingehören. Und das mache ich zum einen mit dem Bild, das ich mit dem Smartphone gemacht habe. Zum anderen benutze ich einfach große Tupperdosen, in denen ich sowohl die Einzelteile als auch die Schrauben deponiere. Im nächsten Schritt fange ich dann an, die Konnektoren zu entfernen. Hier zum Beispiel der Konnektor für die zusätzliche Festplatte und für das Mauspad. Wichtig, hier sollte man jetzt nicht mit Gewalt dran ziehen, sondern hier gibt es kleine Nasen, die nach oben geklappt werden, die lockern dann die Verbindung und dann können die rausgezogen werden. Wenn das nicht gut klappt, kann man sich immer noch mit einer Pinzette behelfen. Die Kabel sind sehr empfindlich, deshalb löse ich die immer als erstes, zum Beispiel hier auch das Kabel der CMOS-Batterie und während ich diese Konnektoren abtrenne, dann ziehe ich dabei nicht am Kabel, sondern versuche das am Konnektor zu lösen, sodass ich keinen Druck auf das Kabel ausüben muss. Als nächstes lösen wir die WLAN-Karte vom Mainboard ab. Dazu muss ich drei Dinge tun, nämlich die zwei Kabel entfernen, die für die Antenne zuständig sind. Hier merken wir uns auch, wie die angeschlossen waren. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Rolle spielt, aber ein Fehler kann es ja nicht sein, die genau wie vorher anzuschließen. Die kann ich einfach mit einem leichten Druck nach oben wegziehen, diese kleinen Antennenkäbelchen. Dann sind die gelöst und als letztes löse ich noch die Schraube und kann dann die WLAN-Karte vom Mainboard abziehen. Als nächstes lösen wir das I/O-Board ab. Ich glaube, das heißt so. Auf jeden Fall ist das tatsächlich mit zwei Kabeln befestigt und nur einer Schraube, die wir jetzt erstmal lösen müssen. Danach kann man das rausnehmen und das kommt dann wieder bei mir in eine Tupperdose.
Hier merken wir uns, dass wir nur die obere Schraube befestigen müssen. Unten ist zwar auch noch ein Gewinde, aber die gehört noch zum Teil der Gehäuseabdeckung. Das nächste, was wir ablösen, ist dann die M2 SSD. Die hat so ein Kühlpad oben drauf, das muss man ein bisschen zur Seite biegen. Auch hier kann ich einfach die Schraube lösen und die Karte entfernen, diesmal ohne Verkabelung. Hier ist jetzt noch zu beachten, das habe ich hier nicht direkt gesehen, aber dieses Gewinde, in dem die befestigt war, das muss man später noch abschrauben und aufs neue Ersatzteil drauf montieren. Jetzt haben wir noch ein weiteres Kabel im Weg und zwar das Bildschirmkabel. Auch das muss jetzt noch entfernt werden, bevor wir weitermachen. Zugegeben, die Reihenfolge, in der ich hier vorgegangen bin, macht nicht immer Sinn. Als nächstes habe ich jetzt einfach mal die Lüfterinstallation gelöst. Die hat auch andere Schrauben als der Rest, kann man an der Farbe schon erkennen. Allerdings habe ich die ja auch, wie gesagt, zusammen einfach in eine Tupperdose, sodass ich genau weiß, wo die am Ende wieder hingehören. Und ich habe ja noch mein Bild, wo ich nochmal genau schauen kann, welche Schraube wo gesessen hat. Und da ich ein bisschen faul bin und mir möglichst wenig Arbeit machen wollte, habe ich jetzt angefangen, schon das Mainboard abzuschrauben. Das hat mir nämlich erspart, die Kühlkörper separat abzunehmen und das Ganze wieder zusammenzusetzen. Und auch diese WLAN-Verkabelung zum Beispiel hier, die möchte ich jetzt nicht da reinfummeln wieder, wenn ich die Tastatur ersetze. Und ich versuche jetzt, das einfach nur abzuschrauben, das Mainboard inklusive der Kühlerinstallation nach oben zu legen und dann einfach auf das neue Ersatzteil aufzuschrauben, ohne dass ich allzu viel Schrauben lösen muss. Gut, ehrlich gesagt, den Lüfter an sich kann man so ein bisschen rausziehen, der ist nicht zusammen mit dem Mainboard verheiratet, allerdings diese Kupferplatte hier und zum Glück muss ich jetzt hier eben nicht die Kühlkörperinstallation von der CPU ablösen. Bevor wir jetzt das Mainboard abnehmen können, nochmal prüfen, dass wirklich auch alle Kabel abgezogen sind, zum Beispiel hier das von der Tastatur. Ich habe jetzt hier auch die ganze Zeit nach einer Schraube gesucht und nichts gefunden, weil ich gemerkt habe, das Mainboard wird festgehalten, bis ich dann gemerkt habe, dass hier so ein Garantiesticker von Lenovo noch auf dem Mainboard ist und wenig überraschend befindet sich darunter eine Schraube. Ich habe mir jetzt einen kleinen Scherz erlaubt, ich habe mir Alkohol geholt und diesen Garantiesticker ablösen können und hätte den jetzt theoretisch wieder drauf kleben können, allerdings hat das Gerät hier eh keine Garantie mehr. Das ist jetzt also die letzte Schraube am Mainboard, die ich jetzt noch lösen muss. Zwei Kabel sind auch noch nach wie vor mit dem Mainboard verbunden, aber das ist nicht weiter dramatisch. Da ich ja, wie schon vorhin gesagt habe, etwas faul bin, das Ganze jetzt nicht voll auseinandernehmen will, klappe ich das jetzt einfach nur nach oben weg und kann dann einfach unten die Tastatur, also diesen Boden, den wir jetzt hier sehen, austauschen und kann dann später einfach das Ganze wieder zurückklappen und festschrauben. Was jetzt noch an der Tastatur fixiert ist, sind die Scharniere und die sind auch nochmal mit, glaube ich, 4 Schrauben befestigt. Die schrauben wir auch nochmal ab und dann müssen wir ein bisschen kreativ werden, damit dieser untere Teil hier eben sich von den Scharnieren lösen lässt. Bevor wir jetzt aber kreativ werden, schauen wir nochmal ein bisschen nach unten auf unsere Installation und hier finden wir eben ein kleines Festplattengehäuse bzw. Blechschienen, in die dann diese Festplatte reinkommen würde, wenn wir eine hätten, und die hat nochmal genau 2 Schrauben. Die löse ich nochmal ab und lege das Teil auch wieder in eine Tupperdose zur Seite, denn auf dem neuen Ersatzteil muss auch dieses Gehäuse wieder aufgeschraubt werden. Da sich diese Scharniere gar nicht so leicht einfach mit der Hand bewegen lassen, habe ich einfach ganz, ganz vorsichtig das untere Teil, also die Tastatur, ein bisschen nach oben geklappt, so wie man es halt macht, wenn man den Laptop aufklappt, damit diese Scharniere sich lösen bzw. anheben und dann konnte ich auch das Gehäuse rauslösen. Ich gehe bei allem, was ich hier gemacht habe, super vorsichtig vor und wenn ich merke, irgendwie da knackst was, dann lasse ich es lieber sein. Das würde ich euch auch empfehlen. Wahrscheinlich wäre es hier sogar schlau gewesen, erstmal die Schrauben dran zu lassen, das hochzubiegen. Das wäre dann so gewesen, wie man den Laptop halt klassischerweise aufklappt und dann die Schrauben zu lösen und das Gehäuseteil hier abzunehmen. Wenn ihr da einen besseren Tipp habt, gerne mal in die Kommentare damit. Zumindest ist jetzt bei mir nichts kaputt gegangen und ich konnte dann das Ersatzteil auch sauber wieder einsetzen in dieser Position. Was jetzt gleich ins Bild kommt, ist das Originalersatzteil und wenig überraschend schaut das auch aus wie das andere Teil. Naja, klar, ist ja auch ein Original. Was ich als erstes gemacht habe, ist den Festplattenkäfig festzuschrauben. Allerdings klebt hier halt schon mal fixiert das Band des I/O-Boards bzw. der Audioanlage und das muss man natürlich vorher entfernen, dass man hier nichts kaputt macht. Wie immer vorsichtig vorgehen
Und wir erinnern uns, dass hier auch nur zwei Schrauben fixiert werden mussten auf der linken Seite. Im nächsten Schritt fixieren wir jetzt die Tastatur am Bildschirm. Das machen wir am einfachsten, indem wir das wieder einhaken, so wie wir vorhin auch die Scharniere ausgehakt haben. Und am Ende haben wir dann die Tastatur schon fast in der richtigen Position liegen und stellen auch somit sicher, dass wir eben nicht auf dem Bildschirm herumkratzen, der ja immer noch unten drunter liegt. Wir müssen hier auf zwei Kabel aufpassen, nämlich einmal auf die kleinen WLAN-Kabel und auf das Bildschirmkabel auf der rechten Seite. Die dürfen wir nicht irgendwie einklemmen und als nächstes drücke ich dann auch die Scharniere wieder nach unten, sodass ich sie mit Schrauben weiterhin fixieren kann. Übrigens hilft mir jetzt bei dieser Aktion das Bild, das ich zu Anfang gemacht hatte. Das habe ich auch tatsächlich die ganze Zeit auf dem Handy neben mir liegen, denn zum Beispiel bei diesen Scharnieren werden nur zwei von drei Schrauben reingedreht und die dritte Schraube, das ist die aus dem Gehäusedeckel. So, nachdem ich jetzt das Ganze soweit vorbereitet habe, kann ich endlich das Mainboard wieder einlegen und das mache ich ja genau so, wie ich schon vorher gesagt hatte, deshalb wollte ich ja diese WLAN-Kabel auch da drin lassen und habe das einfach wieder zurückgeklappt. Jetzt muss ich das bündig mit den ganzen Schraubenlöchern legen und auch schauen, dass an der Seite beim Laptop die Anschlüsse richtig sitzen, also rechts sieht man ja zum Beispiel die USB-Anschlüsse und die müssen natürlich an der Seite auch richtig fixiert werden. Zudem gibt es ja zum Beispiel noch das Tastaturkabel, das einmal von unten rauskommt und dann wieder einmal in der Schlaufe gelegt werden muss, damit es dann ans Mainboard kommt. Dabei immer darauf achten, keine Kabel einzuklemmen oder zu beschädigen. Ersatzteile sind nicht besonders günstig. Da ich hier jetzt nichts mehr groß bewegen werde, sondern nur noch fixieren werde, kann ich auch schon mal anfangen, die Kabel zu installieren. So, und jetzt würde ich mal mit dem Kommentieren für eine Zeit lang aufhören, denn jetzt müssen wir erstmal das Mainboard festschrauben. Immer mit einem halben Auge auf dem Foto, das ich vorhin gemacht habe, damit ich weiß, wo die Schrauben hingehören. Und dann schrauben wir zum Beispiel den Kühler und das I/O-Board genauso fest, wie wir es vorhin rausgenommen hatten und verbinden natürlich die Kabel wieder. Eine Besonderheit haben wir aber noch, nämlich die Fixierung der M2-SSD, das hatte ich ja schon angekündigt. Die kann ich jetzt nicht hier einfach festschrauben, das habe ich dann gemerkt, allein schon, weil die Schraube nicht reingepasst hat. Ich muss also von der alten Tastatur den Abstandshalter rausschrauben, der saß so fest, dass ich dafür eine Zange gebraucht habe und habe den dann hier wieder reingeschraubt und damit die M2 fixiert. Als nächstes wird die WLAN-Karte eingesetzt. Hier habe ich jetzt auch wieder drei Dinge zu tun. Zum einen die Fixierung mit der Schraube. Hier brauche ich keinen Abstandshalter. Und noch diese zwei Antennenkabel müssen wieder fixiert werden.
Auch hier habe ich wieder auf mein Schaubild geschaut bzw. auf mein Foto, wie das Ganze vorher fixiert war und habe auch diese Antennen an die gleiche Stelle angeschlossen. Ich würde vorschlagen, erst die WLAN-Karte reinzuschrauben und danach diese Kabel reinzudrücken. Die werden fixiert, da sind so kleine Nasen drin, in die werden die reingedrückt, bis sie einigermaßen fest sitzen. Es gibt so einen leichten Moment, wo man merkt, dass die gerade fixiert sind. Also hier auch nicht zu fest drücken, sondern halt einfach, ja, vorsichtig sein, wie immer. Und dann merkt man schon, ob die eingerastet sind oder nicht. Jetzt fehlt uns noch die CMOS-Batterie. Die ist leider auf der Originaltastatur aufgeklebt und die musste ich erst entfernen. Das ist jetzt leider nicht im Bild. Ich habe das mit ein bisschen Drehen und dem Plastik-Blacktron gelöst. Ich habe den Kleber abgelöst und es war noch genug Kleber übrig, sodass ich sie auch aufs neue Ersatzteil befestigen konnte. Jetzt kommt die ganz große Batterie, nämlich der Akku, und ja, den setze ich halt auch ein, wie er vorher drin war. Das Kabel vom Akku ist ziemlich kurz, deshalb kann man sich hier gleich überlegen, ob man das hier direkt schon verbindet, auch wenn man hier jetzt noch am Rumschrauben ist. Und man muss hier halt aufpassen, da ja das Kabel für die Tastatur darunter so ein bisschen eingeklemmt wird. Das war aber auch schon beim Original so, also das soll wohl so eingeklemmt werden. Wer gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich die M2 SSD noch gar nicht fixiert hatte und jetzt schraube ich tatsächlich den Abstandshalter rein, den ich von der alten Tastatur abgeschraubt hatte, und jetzt kann ich entsprechend auch die M2 SSD problemlos einrasten lassen und mit einer Schraube fixieren. Im Prinzip ist jetzt wieder alles an Ort und Stelle und wir müssen nur noch das letzte I/O-Kabel verbinden und dann können wir auch schon das Gehäuse wieder aufsetzen. Kritisch nochmal den Blick schweifen lassen, ob auch alles da ist, wo es sein soll, und erst dann würde ich das Gehäuse wieder festschrauben. Tatsächlich habe ich jetzt das Gehäuse erstmal nur eingerastet und nicht festgeschraubt und geprüft, ob am PC alles so funktioniert, wie es soll. Wenn sich das dann bestätigt hat, dann schraube ich natürlich auch die Unterseite nochmal fest. Ich hatte tatsächlich noch ein kleines Problem. Was man hier zum einen sieht, ist, dass der Power-Button blinkt. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, sondern das deutet nur darauf hin, dass der Akku schwach ist bzw. nicht aufgeladen ist. Das stimmt auch soweit, hat mich aber davon etwas irritieren lassen. Das zweite Problem, das ich jetzt noch hatte, war das Mauspad. Das Mauspad hat nicht reagiert, so wie ich mir das gewünscht hätte. Das lag aber weniger an der Installation, sondern daran, dass man den Computer einmal durchstarten musste, und zwar einen sauberen Neustart und nicht diesen komischen Windows, Hibernate, sonst was Modus, der eben das Gerät nicht richtig durchstartet. Dazu kann man dann zum Beispiel den Novo-Button benutzen oder einfach lange auf die Power-Taste drücken, bis das Gerät herunterfährt. Ich danke jetzt fürs Zuschauen und freue mich natürlich über Kommentare mit ein paar Tipps drin, denn wie gesagt, ich bin kein Profi und habe hier bestimmt den einen oder anderen Fehler gemacht, beziehungsweise Dinge gemacht, die weniger sinnvoll waren, gefährlich waren oder einfach Dinge gemacht, die komplizierter waren, als sie hätten sein müssen, und deshalb freue ich mich jetzt auf eure Kommentare, was man hier hätte besser machen können.